ich darf dir einfach mal ein Mikrofon geben. Wir sehen hier ein Fahrrad. Ist soweit ein bisschen anders als andere Fahrräder. Jetzt hast du von Smart Grass Bicycles, bietest etwas ganz Besonderes an. Was bietest du an? Wir bieten an für die Leute, die sich ein Bambusfahrrad bauen wollen, mit ihnen ein Bambusfahrrad zu bauen. Nach ihren Körpermaßen, nach ihren Vorstellungen, was es auch immer sein soll. Das hier beispielsweise ist ein Fahrrad, das wir für die Stadt Schwetzingen gebaut haben. Das ist eigentlich heute im Fuhrpark der Stadt Schwetzingen und fährt die Post zwischen den verschiedenen Stellen in Schwetzingen hin und her. Das, klar, Lastenfahrrad sieht man eindeutig. Jetzt, das, was außergewöhnlich ist, ist wahrscheinlich das Material. Normalerweise hat man Stahlrahmen, Alurahmen, Carbonrahmen. Ja. Bambus eher selten. Was ist das Besondere dran? Es ist ein Naturmaterial. Also es ist nicht industriell, es unterliegt nicht der Normung. Jeder Bambushalm ist anders. Und es hat ein paar Eigenschaften, die Carbon, Stahl und so weiter nicht haben. Eigenschaften sind das? Bambus ist, ein Rohr, das außen härter als innen ist. Es hat verschiedene Schichten der Dichte, der Fasern. Und das dämpft. Das nimmt Vibrationen weg, was ein Metall oder ein Carbon eben nicht tut. Das heißt, es ist schwebender, leichter, eleganter zu bauen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Bambusfahrrad haben, gibt es natürlich nicht nur Lastenfahrräder. Ihr bietet ziemlich viele Strukturen an, ziemlich viele Formen. Wie würde sowas ablaufen? Erstmal hängt es davon ab, wie viel Zeit man hat. Weil wir verkaufen keine Fahrräder, sondern wir bieten Kurse an für Leute, die sich ihr Rad selber bauen wollen. Die Räder, die wir selber bauen, die gehen in der Regel in Wettbewerbe. Wenn also jetzt jemand kommt, ja, dann reden wir darüber, was ist es das? Was ist das Fahrrad, das du dir vorstellst? Was sind deine Körpermaße? Welche Haltung hast du am liebsten? Dann rechnen wir erstmal eine Weile, bis wir wissen, wer es sein soll. Und wenn das dann festgelegt ist, dann fangen wir Stück für Stück an, das aufzubauen.